Im Sonntagswort heute geht es natürlich um Glauben. Wäre überraschend, wenn es das nicht tun würde. Aber es geht vor allen Dingen auch um Stärkung. Von daher herzlich willkommen an diesem sehr stärkenden Ort zu unserem Sonntagswort. Aus dem Evangelium nach Lukas. Die Apostel baten den Herrn: Stärke unseren Glauben. Ein guter Wunsch, wie ich finde, das mit dem Stärke unseren Glauben, den die Jünger da an Jesus haben. Hin und wieder könnte das wahrscheinlich auch ihr und mein Wunsch sein, dass da irgendjemand kommt und unseren Glauben stärkt, der vielleicht den einen oder anderen guten und nützlichen Rat hat, wie man denn seinen Glauben besonders stark hält und da im Glauben gestärkt wird. Weil ich meine, das ist wahrscheinlich so ein Thema, was Sie und mich im Laufe unseres eigenen Glaubensalltags oft genug ja auch irgendwo begleitet. Dass unser eigener Glaube möglichst stark ist für die vielen Herausforderungen, die so ein Tag hat, für die vielen Fragen, die sich Ihnen und mir immer wieder stellen. Vielleicht auch besonders stark ist für die vielen Dinge, die mit unserer Kirche momentan passieren, dass wir da einen starken Glauben finden. Denk mal, da ist die Frage der Jünger und der Wunsch an Jesus, dass er ihren Glauben stärkt, glaube ich, durchaus berechtigt. Ich habe mich gefragt, mit was für einer Antwort haben die Jünger eigentlich gerechnet? Was wäre deren Lieblingsantwort gewesen auf ihre Frage, Herr, stärke unseren Glauben? Es ist vielleicht sowas gewesen wie ein nützlicher, praktischer Tipp, so nach dem Motto, ihr müsst das so oder so machen, dann ist euer Glaube gestärkt. Ist es vielleicht ein besonderes Gebet oder ein besonderes Ritual, was ihnen hilft, im Glauben stark zu sein? Kann es vielleicht auch ein Hinweis von Jesus auf einen besonderen Ort sein, so wie die Lotkapelle hinter mir, dass es damals irgendwas gab, was Jesus den Jüngern empfohlen hat und gesagt hat, geht mal an diesen und diesen Ort, fahrt mal nach Bachem an die Lotkapelle oder, dass das sowas gewesen ist, was die Jünger sich von ihm gerne erhofft haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Jünger sich gewünscht haben, dass Jesus irgendetwas Besonderes tut, ein großes Zeichen wirkt, ein Wunder tut, das ihnen hilft, in ihrem Glauben gestärkt zu sein. Was Jesus wirklich den Jüngern als Antwort auf ihre Frage gegeben hat, hören wir jetzt. Der Herr erwiderte: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Komm gleich her und begib dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich finde die Antwort, die Jesus da gibt, durchaus überraschend und bemerkenswert. Ich meine, die Antwort ist jetzt kein ausgefeilter Punkt im Sinne von, ihr müsst das tun, sondern die Antwort sind mehrere kleine Gleichnisse und letztlich ein Bild. So ein Gleichnis, das jetzt auch nicht so einfach zu hören ist, wo man sofort den Sinn versteht, sondern worüber man ein bisschen nachdenken muss, womit man arbeiten muss und überlegen muss, was will der gute Mann mir da eigentlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich genau das die Antwort ist, die Jesus uns und den Jüngern auf die Frage nach dem Stärke, dem Glauben geben will. Dass Glaube nicht so eine große Theorie ist, mit der man in der Theorie gut durchs Leben kommt, so eine Art Philosophie oder Weltanschauung, sondern dass unser eigener Glaube immer etwas ist, was mit unserem Leben zu tun haben soll, den man im Leben versuchen soll unterzubringen und der sich im Leben immer wieder irgendwo nochmal zeigt, den man erst durch in Anführungszeichen benutzen im Alltag verstehen lernt und endgültig dann die Fülle des Glaubens begreifen lernt, was das eigentlich heißt, wenn ich sage, ich bin gläubig. Eben erst dadurch das Ganze seinen Sinn bekommt,
wenn man diesen Glauben auch wirklich benutzt. Wenn man auf die Dinge des eigenen Alltags damit schaut, auf Menschen damit zugeht, vielleicht auf sich selbst immer wieder schaut und so immer mehr verstehen lernt, was Glaube eigentlich heißt. Ich glaube, unser eigener Glaube als Christen ist oft so wie meine Muskeln, die ich habe. Muskeln nutzen ja nichts, wenn man die einfach ganz schlaff da hängen hat und einfach dann selbst darauf hofft, dass die stark genug werden. Nee, der Muskel, der muss benutzt, der muss bewegt und mit dem Muskel muss etwas getan werden. Erst dann bekommt man einen richtig großen Oberarmmuskel, wie ich das vielleicht vertragen könnte. Denke, mit dem Glauben ist das nicht anders. Damit der eigene Glaube stark werden kann, muss man ihn trainieren und damit vielleicht auch etwas arbeiten. Was ich Ihnen für die nächste Woche gerne wünschen möchte, ist, dass Sie immer wieder Momente finden, die Ihren eigenen Glauben stärken. Vielleicht so wie hier unsere Lourdeskapelle in Bachem oder andere Orte, die Sie kennen, von denen Sie sagen, das tut meinem Glauben gut. Das hilft mir, dass mein eigener Glaube stark wird. Vielleicht auch die ein oder andere Situation, die Sie erleben, die Ihren eigenen Glauben so ein bisschen fitter und auch stärker macht, damit Sie gut durch die nächste Woche kommen. Weil ich letztlich glaube, dass das mit dem starken Glauben ja nicht so ist, wie dass man sich einen starken Glauben wünscht und schon stellt Jesus einen großen Sack mit Glauben hin, aus dem man immer wieder schöpfen kann und der eigene Glaube ist stark genug. Ich glaube, es braucht immer wieder so Situationen, wo wir als Menschen erleben und spüren, wie stark und kräftig unser eigener Glaube doch ist, wie gut der uns durch die Woche hilft. Und solche Situationen wünsche ich Ihnen einfach in der nächsten Woche. Viele Momente, die Ihnen und Ihrem eigenen Glauben gut tun. Bleiben Sie behütet.